Hallo und herzlich willkommen zu Biologie kurz und knapp. Echse und Endozytose in 3 Minuten erklärt. Los geht's. Wir befinden uns in der Zellbiologie an den Membranen und schauen uns den Vesikeltransport an. Wir müssen dazu den Bau der Biomembran noch mal kurz wiederholen. Diese ist aufgebaut aus Phospholipiden, die in einer Doppelschicht angeordnet sind und zur Kompartimentierung dienen. Dabei sind diese Phospholipide räumlich angeordnet und können sich innerhalb der Membran frei bewegen. Dadurch ist es möglich, dass sie mit anderen Membranbestandteilen fusionieren, dass also Membranen untereinander miteinander verschmelzen und dadurch Räume vergrößert und verkleinert werden können. So bilden sich dann spontan solche Vesikel wie hier in dem Bild zu sehen. Bei der hier gezeigten Animation sieht man, wie diese Membranen miteinander verschmelzen von Vesikel und der Zellmembran und die Stoffe dort abgegeben werden, die in der Zelle gebildet wurden. Das ist Exozytose. Jetzt sehen wir die Endozytose. Hier sehen wir, wie ein Protein und ein Zucker aufgenommen wird oder ein Zucker aufgenommen wird durch die Biomembran. Das heißt, die wölbt sich ein, stülpt sich ein, die Membranbestandteile verschmelzen wieder miteinander und es wird ein Vesikel gebildet. Dabei gibt es eine Besonderheit. Es gibt eine sogenannte rezeptorvermittelte Endozytose. Diese ist so, dass also in der Membran Membranproteine liegen, die nach außen gerichtet sind und durch zum Beispiel einen Makrophagen erkannt werden können. Das ist dann nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, wird hier eine Bindung eingegangen und dann kann es zur Endozytose dieser erkannten Bestandteile kommen. Es gibt noch eine andere Besonderheit bei Endozytose, gibt es zwei verschiedene, und zwar die Pinozytose, das ist die Aufnahme von Flüssigkeiten, und die Phagozytose, das ist die Aufnahme von festen Stoffen. Ja, und damit haben wir es schon geschafft. Endozytose und Exozytose und die rezeptorvermittelte Endozytose ebenfalls. Und ich hoffe, dass ihr euch, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, auch noch meine anderen Tutorials anschaut, weil hier gehe ich noch ein bisschen detaillierter hinein. Und wenn ihr euch wirklich gut aufs Abitur vorbereiten wollt, dann wäre es gut, wenn ihr da euch noch mal mit den Operatoren beschäftigt, mit den Basiskonzepten und mit Hilfe von Keywords und Eselsbrücken dann auch den Stoff auch wirklich in der Klausur oder im Examen dann auch beherrscht. Viel Erfolg wünsche ich euch im Abitur. Ganz liebe Grüße, Xi. Tschüss.